Hallo und herzlich willkommen aus dem Bayerischen Landtag. Hier ist wieder Plenum TV für ISA TV. Der Jahresbericht 2014 des Bayerischen Obersten Rechnungshofes ist veröffentlicht. Die Liste von Kritikpunkten ist lang. So soll zum Beispiel Kultusminister Dr. Ludwig Spänle für eine, ich zitiere, Förderung ohne Kontrolle bei der Erwachsenenbildung verantwortlich sein. Und Finanzminister Markus Söder beim Steuervollzug auf ganzer Linie versagt haben. Aber ich denke, er liegt in dem Fall wirklich definitiv falsch. Also Bayern mit einem ausgeglichenen Haushalt, mit einem Schuldenabbau, mit einer tollen Finanzsituation wie kein Bundesland Deutschlands. Ich frage mich nur, was der Rechnungshof in den anderen Bundesländern überhaupt nachfragt. Was kritisiert er da? Wenn er Bayern kritisiert, dann müssen die anderen Bundesländer nur noch kritisieren. Konsequenzen. Ich denke, was der Markus Söder ganz eindeutig gesagt hat, das ist ein Bericht, der nichts aussagt. Also ich bin der Meinung, wir sollten da auf alle Fälle Transparenz reinbringen. Wie hier mit den öffentlichen Geldern umgegangen wird, das ist verantwortungslos. Jetzt zum Beispiel im Bereich der Erwachsenenbildung. Man, auf der einen Seite fordert man immer, dass das lebenslange Lernen propagiert wird. Auf der anderen Seite wirft es aber ganz ein schlechtes Licht auf die Träger, die dann da eben versuchen, hier Gelder rauszuziehen und das dann überhaupt nicht zielgerichtet eingesetzt wird. Ich komme selber aus der freien Wirtschaft, war 30 Jahre in der freien Wirtschaft tätig, und wenn wir in unseren Abteilungen so mit unserem Budget umgegangen wären, dann hätte ich keine 30 Jahre in dieser Firma arbeiten können. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Der Europäische Gerichtshof erklärte die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung für ungültig. Das Speichern von Telekommunikationsdaten sei ein besonders schwerwiegender Eingriff in das Privatleben. Zudem stamme die Richtlinie aus einer Zeit, in der noch keine Haushaltsgeräte digitale Spuren ihres Nutzers weitergaben. Also das Urteil muss man erst genau anschauen, aber es entspricht natürlich nicht unbedingt dem Wunsch meiner Partei. Aber ich denke, man muss beides sehen. Man muss einmal die Sicherheit, die innere Sicherheit bewahren. Das ist ein wichtiger Aspekt, den ja die CSU immer wieder hervorgehoben hat. Andererseits muss man aber auch sagen, dass der Schutz der eigenen Persönlichkeit gewährleistet ist. Es ist also ein Urteil, das, ganz ehrlich, mit einem lachenden, weinenden Auge. Aber ich denke, man muss es so hinnehmen und man muss es genau lesen, was genau drin steht. Der Europäische Gerichtshof hat heute die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung für ungültig erklärt. Gibt es denn daraus Konsequenzen? Ja, ich denke, auf alle Fälle muss man im Koalitionsvertrag jetzt wieder eine neue Position finden. Aber generell begrüße ich das Urteil natürlich. Das war wieder Plenum TV für ISA TV. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, servus.